Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Gottfried Kletzmeier, bin Musiklehrer seit über 40 Jahren und ich möchte dir heute ein paar Endspielübungen auf der Steirischen zeigen, die deine Technik verbessern werden. Okay, erster Vorschlag ist in der zweiten Reihe und zwar mit den stärksten Fingern. 2, 3, 4 starken Finger, Triolen spielen und zwar vordrückende Bewegung rauf und runter. Ich zeige es mal langsam vor. Jetzt bin ich oben und jetzt wieder zurück. 4, 3, 2, 4, 3, 2. Ja, am Anfang langsam, dass man ein wenig Gefühl kriegt und dann mit der Zeit dann das Tempo leicht erhöhen. Gleich zurück. Okay, Variation, also das waren jetzt Triolen, immer so Dreiergruppen. Jetzt machen wir vier. Jetzt würde ich sagen 1, 2, 3, 4. Zwei Möglichkeiten, entweder 1, 2, 3, 4 oder 2, 3, 4, 5. Machen wir die erste, 4. Und dann zurück, 4. Jetzt rückt der Vierer. Viererfinger immer, 4, 4. Ja, wie gesagt, wenn du noch Anfänger bist oder erst kurze Zeit spielst, ist diese Übung langsam und gleichmäßig wichtig. Wenn du das mit der Zeit schneller kannst oder Tempo nach oben, gibt es keine Grenze, spielst du es mal ein wenig schneller. Okay, und das kann man jetzt üben, aber auch mit 2, 3, 4, 5. Auch mal die dritte Variante, Übung 1, C. 1. Okay. Also es ist ja so, ich habe früher zum Beispiel immer mit 2, 3, 4, 5 gespielt, da war der Daumen noch nicht so aktuell und die letzten 10 Jahre habe ich jetzt eher in Daumen einfließen lassen. Man ist mit diesen 4 Fingern eigentlich schneller als wir mit diesen 4. Okay, Übung 2, schlage vor einmal und zwar die Tonleiter. Das ist eine Sache, das was die meisten eigentlich immer übersehen und glauben, das ist nicht wichtig. Aber eine Tonleiter, 8 eine gerade rauf, 8 eine runter, ist ein Basistraining und das sollte man eigentlich immer auch einbauen und in einem gewissen Tempo auch können. Das hilft viel, wenn man dann Stiegel spielt. Ich zeige das mal langsam vor. Auch beginnen tue ich mit dem Zweierfinger. Der Vierer ist dann gleich dann so. Und jetzt zwei. Und jetzt gehen die Finger schräg. Die werden auf dieser Schräglinie 4, 3, 2. Einfach, ich sage ein Drehgriff. 2, 4, 3, 2. Jetzt rückt der Dreier einmal nach in derselben Reihe. Der Dreier ist in der Reihe. Zweite Reihe, 3, 2. Und jetzt rückt der Vierer da heraus an noch 4, 3. Also, es liegt zwar der Fünfer da drauf, aber ich spiele nicht 5, 4, sondern ich möchte die Tonleiter hauptsächlich mit drei Fingern spielen. Nur mal langsam. 3, 2, 4, 3 und zurück. 4, 2, 3, 2, 3, 4, 2. Ein Musikkollege hat zu mir immer gesagt, lauf mit den Fingern über den Tisch. Und das kann jeder probieren. Wie rennt man über den Tisch? Mit diesen drei Fingern. Ich habe noch nie gesehen, dass einer mit 1, 2, 3 oder mit 5, 4, 3 greift. Diese drei Finger sind gleich lang und das ist beim Tonleiterspielen also sehr wichtig. Okay,
Es ist ja so, wenn man jetzt eine zweite Oktav dazu hängen will, was auch möglich ist, dann sitzt man weiter. 3, 2, 4, 3. Jetzt rückt der Vierarme noch. 4, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 2, 3, 2. 4, 3, 4, 2, 3, 4, 2. Wenn ihr aufhört mit dem Zweier, wenn ihr weiter spielt, dann gehe ich wieder mit dem Dreier her. 4, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 2. So kann man auch locker über 2 oder 3 Oktaven üben. Okay, also das war mal anstimmige Tonleiter, ganz gesund und gut. Und du kannst dann auch in Rhythmus üben, also entweder gleichmäßige Töne oder einen Rhythmus einbringen, ein Achtel, 6, 16. Das würde dann heißen 1, 2 und 3 und 4 und 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 1. Ist auch sehr gut, wenn du das rhythmisch mitzählst und mitdenkst, also nicht nur die Töne spielen, sondern auch Rhythmik, die Rhythmik stabilisieren. 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1. 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1. Jetzt hört man Wolke auf. Ja. Wieder ein Tonleiter auf. Okay, das ist zum Einstimmigen, jetzt gehen wir das auf Zweistimmige. Hier fange ich auch wieder mit 3, 2 an. Und hier unterscheiden sich die Geister. Da greifen die Ohren so, die Ohren greifen so. Alles Mögliche gibt es da. Ein Main-Vorschlag ist das, du machst nur 3, 2 einen Dreher und greifst es mit 4, 2. 4, 3. Dann bleibt der Dreierfinger auf dem Punkt. Die Hand verschiebt nicht, sondern macht nur eine Drehung, eine Millimeterdrehung. Von senkrecht auf schräg. 3, 2, 4, 2, 4, 3. Jetzt greife ich zu mit 3, 2 und das ist die linke Seite, die langen Finger vorne. 3, 2, heraus, 5, 4. Jetzt 3, 2 nachschieben, 3, 2 und 5, 4 heraus wieder nachschieben. Und 4, 3 zum Schluss. 5, 4, rechter Fuß, linker. Okay, machen wir einen Rhythmus jetzt wieder. 1, 2, ist wichtig, weil diese Läufe kannst du immer bei möglichen Stiegeln einbauen und die liegen so Daumen auf Chain, weil ich sehe da oft viele Varianten, da wird hin und her gesprungen. Das hat den Nachteil, man kann dann eigentlich nicht schön breit und fließend spielen, sondern man wird immer ein bisschen holprig. Ja? Und wenn du aber schön greifst, bei einem Walzer zum Beispiel, Landlmelodie, 5, 4, da habe ich genau das dann drinnen. Okay? Okay, die ersten Geschichten sind klar. Wir machen jetzt Sechsten. Die sind schwieriger zu üben, sage ich gleich, weil da haben Nipfel frei und dazwischen und haben einen langen, schrägen Griff, den. Zwei oder vier für und da 3, 2. Dann nehme ich 5, 2. 4, 2. Zweite Reihe. 3, 2. So, und jetzt unterscheiden sich die Geister. Viele spielen so. Ich mache das so. Ich habe da eine neue Variante. 3, 2. Und jetzt nehme ich 4, 2. Der Zweier springt ein bisschen. 4, 2. Ein schräger. 4, 2. Und zwar, das hat den Vorteil, dass ich die zwei Griffe nicht mehr angreifen kann. Ich muss nicht eine Reihe auslassen und habe weit, sondern bin eng. 4, 2, 3, 2. Den Dreier jetzt einziehen. Waagrecht so. 5, 3. Und 4, 2. Nochmal langsam. 3, 2, 5, 2, ja. 4, 2, 3, 2. Das ist ja schön, da ist der 5er Finger da, der 4er da, der 3er da. Auf dieser schrägen Linie klingen die Finger nach der Reihe. Und zwar der 5er heraus, der kurze Finger, 4er mittel in der Mitte und der 3er, der lange Finger vorne. Darum geht das schön. Man kann auch üben, also die ersten 4 Töne für die 6er, 3, 2, 5, 2, 4, 2. In
nehme ich mir da nicht den Daumen, das ist mir nicht so sympathisch, weil da muss ich mir die Hand so vertrauen, dass ich den hinbringe. Ich mache eher den Zwarerfinger, das ist der Läufer. 5-2, 4-2, 3-2, 4-2, 5-2, 3-2. Dann haben wir schon die ersten vier Töne. Jetzt machen wir die anderen dazu. 2-3-4. Und jetzt kommt ein kleiner Sprung. 4-2, schräg, die 2. 3-2. Und 3er waagrecht raus, 5-3. Das ist wichtig, dass ich den nur einrollen muss. Den 3er ziehe ich überall rein drüber. 5-3, 4-2. 5-3, jetzt den 3er wieder strecken. Nur waagrecht ausstrecken. 3-2, 4-2, 3-2, 4-2, 5-2. Das heißt, ich habe da den Dreierfinger nur einmal da heraus, sonst sind Dreier immer vorne. Und der Dreierfinger ist der lange Finger von der Hand. Nochmal. 4-2, 5-3, 3-2, 4-2, 3-2, 4-2, 5-2, 3-2. Ja, jetzt machen wir wieder, wenn du die Griffe hast und einmal greifen magst. Wie gesagt, mein Vorschlag ist das, tue ich mir hart, dass du außerübst. Das heißt, da mache ich mal drei Töne von mir aus. Kreisbewegung. Das ist hier, ich kann die Griffe greifen oder vier Töne. Schau, die oberen vier. 3-2, 4-2 und zurück. Weil die Donnetter, die ist schwierig, die kann man auch auf zwei Etappen üben. Die ersten vier Töne hin und her üben, die oberen vier hin und her und dann versuchen die Verbindung. Und jetzt machen wir einen Rhythmus, ein Achtel, 6, 16 wieder, selbe. 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1. Schön, das sind einmal die drei Tonleitern. Einstimmig, dann in Terzen, eng und in Sechsten. Das wäre schon mal eine super Übung zum Beispiel zum Aufwärmen für die Geläufigkeit und das braucht man immer wieder. So Sechsenläufe oder den auf Zug, schau. Kommt oft bei den Bayerischen vor. Das ist auf Ziehen, 4-2, 4-2, 5-2, 3-2, schräg, 4-2, schräg und wieder 3-2. Jetzt habe ich immer den langen Finger vorne. Das liegt wunderschön in der Hand. Da bin ich auch ein Tastenspieler. Da denke ich wie auf dem Klavier. Die langen Finger vorn und die kurzen 5er und 1er hinten. Wenn man es in Terzen greift, ist es eigentlich sehr einfach. 3-2, 4-3, 5-4. Jetzt mache ich einen kleinen Rucker, 4-3, gehe hier auf 5-3, 4-2. Hier gibt es viele Varianten, wie gegriffen wird, also mir ist das so am sympathischsten. 4-3, 5-3, 4-2. Hier brauche ich nur den Finger runterziehen. Okay, so, dann noch ein paar nette Übungen, andere jetzt, und zwar zur Verbesserung der Geläufigkeit und Schnelligkeit. Gehen wir in die vierte Reihe, Dreierfinger auf dem Gleich, dann schau. Und jetzt spielst du 6 Tole, das heißt immer 6 Töne, viermal hintereinander. Ich zeig das. 1, 2, 3, 4. Und jetzt aufziehen und der Daumen geht auch draußen. Das ist der Septakkord. C7. 2, 3, 4. Druck aus. Da kommt noch was dazu, mit dem Ball ein bisschen den ersten ba 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 an Bock geben, dann ist das eine rhythmische Unterstützung. 1, 2, 3, 4, auf, 2, 3, 4, und wieder 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, kannst dann steigern, was das Tempo verlangt. Wichtig ist, sauber bleiben. Also nur das Tempo spielen, dass ich sauber bin, nicht, dass ich verägt oder verreibt, dann bin ich zu schnell. Langsam üben. Okay, diese Übung kann man natürlich auch mit diesen vier, also 1, 2, 3, 4 bevorzuge ich, da bin ich schneller. Man kann es aber auch 2, 3, 4, 5 üben, so. 2, 3, 4,
Daumen nehmen, sondern eigentlich in den Zweier. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5,